So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Wir spielen wieder mein Lieblingsspiel Disney Dreamlight Valley. Und es regnet wieder. Eine ganz erstaunliche Sache, dass es sehr viel momentan regnet. Bin mir nicht sicher, ob das irgendein Quest ist, wo man irgendwas nur bei Regen machen kann. Aber das ist schon sehr auffällig. Wir haben ja in der letzten Folge uns entschieden, hier die Aufgabe von Eve einmal zu machen. Ich frage mich, ob die Schlange diese Fische aus diesem Treibsand, diesen heißen Treibsand, ob sie die frisst. Es ist fast so, als wären wir in Bonnies Fantasiewelt eingedrungen. Bonnie, die zwei aus Toy Story können nicht angeln, ne? So, dann gehen wir mal hier. Versuchen wir mal eine Schlange zu finden. Und dann versuchen wir mal, ihr so einen Fisch zu geben, ob sie den wohl frisst. Ich weiß nicht, ob Schlangen Fische fressen. Aber es ist ja eine Schlange aus diesem Biom. Und der Fisch ist auch aus dem Biom. Der Wurm ist relativ selten. Komm, lass uns das mal ausprobieren. Das ist falsch. Hier gibt es keine Schlange, ne? Schlangen gibt es bloß auf der anderen Seite. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Wo ist Gastonia? Hier ist Gastonia, ne? Wir müssen nach. Hier müssen wir rein. Das ist schön, so dieses Verwinkelte. Das mag ich unglaublich. Er steht hier drum. Wo ist the Snake? Okay, keine Snake, white and bright. Didi. Weiß jetzt doch, klar in den, Es regnet. Ich frag mich, wo meine Gummistiefel sind. Funkelnden Dünen gibt's Schlangen. Komm, schauen wir mal. Dann machen wir mal den Quest von Eve. Hi, Oma. Ja, ich weiß nicht, warum so viel regnet. Ist ja schön. Keine Snake weit und breit. Okay, keine Snake weit und breit. Wo ist die Schlange? Okay, hier ist nichts. Schade, hätte ich jetzt gerne mal ausprobiert. Mach mal ein anderes Mal. Guti, wir schauen mal, können wir irgendwas raustun? Ich lasse mal einen Fisch da. Aber ich glaube nicht, dass die sowas isst. Ich weiß, dass sie den Sandwurm isst, weil das habe ich schon ausprobiert. So, jetzt gucken wir uns mal den Quest an von Eve. Eine Frau mit langen geflochtenen Haar. Okay. Da können wir ja einen Quest machen. Ein Bild. Achso, wir können uns erstmal die Aufgabe durchlesen. Schauen wir mal schnell rein. Eve ist immer noch ein bisschen nervös wegen der potenziellen Gefahren auf der Insel der Ewigkeit. Du beschließt ihr zu helfen, indem du deinen Scanner, deine Kamera, benutzt, um einige von ihnen zu fotografieren und ihr zu zeigen, dass sie nicht gefährlich sind. Du versicherst Eve, dass es im Land der Uralten keine Gefahren gibt und um die man sich sorgen müsste. Jetzt ist es an der Zeit, den wilden Dschungel weiter nach Gefahren abzusuchen. Also, wir gehen mal zu Rapunzel. Rapunzel ist da drüben. Rapunzel ist hier drüben, genau. Oh. Ja, das mit den Kisten wird auch so ein Problem werden, ne? Da müsste man jeden Tag ins alte Land rüber. Ins Disney, alte Disney Valley. Ich nehme mal alles mit, was hier so rumliegt.
Ich kann das noch nicht unterschreiben. Bambus. Die Kabibaras sind auch weg irgendwie. Ich habe seit dem Update keins mehr gesehen. Was liegt denn hier alles rum? Okay. Das ist eine grüne Kiste. Okay. Wow, ein Zitteraal. Ich muss mich da erst so dran gewöhnen, dass es jetzt neue Fische gibt. Nach einem Jahr ist es so. Wisst ihr, das ist sowas Neues. Man hat sich so an das jetzige gewöhnt. Das war ein Lachs. Und da kommt man, ja, da muss man sich erst dran gewöhnen. Ich schau mal, ob ich da was fangen kann. Okay. So, jetzt passt auf. Jetzt gehen wir mal zu der Frau mit den langen, langen Haaren. Das ist die Capybara-Brücke. Das ist die Haarbrücke, also die Brücke von Rapunzel, weil die genauso ausschaut wie geflochtenes Haar. Vielleicht ist eine Pflanze. Hier ein bisschen gießen. Dann hier ein Bambus. Was ist denn das? Ist das Zimt? Das ist Zimt, okay. Ich hab wirklich hier. Meine Nachbarn sind toll. Meine Nachbarn sind toll. Okay. Die ganz große kann ich noch nie entfernen. Wenn ich hier aufgewachsen wäre, hätte ich wohl niemals von meiner Vergangenheit davon. Oh doch. Da kommt meine Kiste zum Vorschein. Die war total zugewachsen. Das ist ja unglaublich. Was ist denn da drin? Ach so, okay, die müssen wir leider leer machen. Nils, du sollst jetzt hier nicht farmen, du sollst jetzt hier ein Bild machen. Da ist ein Capybara! Deswegen ist es nicht mehr da, es ist gefangen. Schnell retten. Retten. Ich rette dich. So. Oh Gott, bist du goldig! Nee, ich habe extra hier Bambus für dich. Oh, wie goldig! Ui! Ich habe das klassische Capybara. Ich finde, es hat einen... wie es läuft. Okay, was muss ich denn jetzt da genau machen? Einfach nur ein Bild mit ihr? Kriege natürlich jetzt Eve nicht drauf. Okay, wir machen mal ein Bild. Wieso kommst du denn jetzt angewieselt hier? Ach, schau mal einer an. Ich habe sie noch nicht freigeschalten. Okay. Vielleicht kann ich das ins Thumbnail mit reinmachen. Eine Frau mit langen Haaren, ein deplatziertes Boot hoch oben im Dschungel. Mist, das kann ich nicht machen. Weil ich den Dschungel nicht freigeschalten habe. Doch, warte mal, das ist ja das Boot von Gaston. Ja, das hätte man ja gleich machen können, ne? Ja. Das ist ja das Boot von Gaston, ja komm. Sollen wir hier wieder rüber? Dann hier raus. Dann hier rein. Eve ist ja sehr schnell. Dim, 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 dim. Hier! Gleich einsammeln. Kommt sie, kommt sie, kommt sie. Oh, die braucht aber lang. Jetzt kommt sie angedüst. Wie sie geguckt hat. Wie goldig.
So, wir gucken mal. Wir haben hier extra eine Kiste mit den Blumen gemacht. Denn die Blumen, die kann ich ja theoretisch da reintun. Das heißt, alles, was mit Blumen zu tun hat... Ah, hat nichts mit Blumen zu tun. Aber warte mal, du kannst ja das da und das da und das da und das da und das da verkaufen. Die Blumen. Okay, das mache ich alles nach dem Stream. Ich will das jetzt nach dem Video. Ich will das hier jetzt nicht zu lange, dass das zu lange hier dauert. Die Blume können wir daher tun. Und das hier können wir verkaufen. Also alles, was... Das brauche ich. Das ist Weizen. Das kann ich eigentlich verkaufen. Da nehme ich nur 150 Stück. Und den Rest kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Brokkoli haben wir gar nicht so viel. Wassermelonen auch nicht. Und das brauche ich zum Kochen. Ein bisschen viel von dem. Naja gut, wir müssen einfach mal wieder ansehen. Hier haben wir noch ein Schiff. Guck mal. Ich liebe es, dass hier jeder Tag anders ist. Ja, jeder Tag ist anders. Okay, komm Wally. Eve. Ich bin schon Wally so gewohnt. Machen wir mal ein schönes Bildchen. Das will nicht. Okay. Nur speichern. Gut. Nein, das ist nicht das Boot. Warum denn nicht? Ein deplatziertes Boot hoch oben im Dschungel. Das heißt, es gibt noch ein Boot. Echt jetzt? Es gibt noch ein Boot. Ach, da ist vielleicht dann der Lafou drin. Der Freund von Gaston. Eine Schlange, ein Wasserfall aus Sand. Ein Wasserfall aus Sand. Okay, das sagt mir gar nichts. Jetzt müssen wir mal eine Schlange finden. Gucken wir mal hier. Oh, hier gibt es wieder was zu fangen. Also kann ich den Quest auch nicht beenden. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, wie das restliche Gebiet aufzudecken. Dun. Okay. Eine Schlange und ein Wasserfall aus Sand. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass man hier raus kann. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal den Kaktus wegmachen, weil wenn man da runter rennt und rennt da in den Kaktus rein, unangenehm. Unangenehm. Muss ich mal gucken, den stellen wir mal hierher. Ja, aber das ist ja so Laufrichtung, ne? Ja. Okay. Ja gut, dann läuft man halt hier durch. Da muss ich halt mir so einen kleinen Weg freilassen. Wo bist du, Schlange? Da ist eine Schlange. Schlange. So. Okay, wir machen erst einmal ein Bildchen. Ja, von der... Ich meine, Eve weiß doch, dass das von der Schlange jetzt keine Gefahr ausgeht. Okay, Schlange haben wir, Wasserfall aus Sand haben wir schon. Ehrlich? Ein Wasserfall aus Sand haben wir schon. Ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals... Das wäre jetzt in dem Fall Maui. Gucken wir mal, wo Maui ist. Wo bist du denn? Jetzt wird ein Typ verlangt, Maui. Jetzt ist er wahrscheinlich, da ist er beim Essen. Wo ist denn das hier? Komm, wir gehen mal darüber. Beim Essen?
Oh, Entschuldigung. Eve, tut mir leid. Ich liebe es, dass hier jeder Tag anders ist. Jeder Tag ist anders. Ach Gott, Stitch ist oft beim Essen. Aber er ist ja auch ein genetisch verändertes Wesen, was viel Appetit hat. Die Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Jawohl. Also, gib niemals auf. Ich gebe niemals auf. Ich werde mich an deine Worte wohlwollend erinnern. Müssen wir nochmal gucken hier. Wo ist er denn, der Bub? Da ist er. Also gut, gehen wir mal daher. Da ist Donald, Merlin, Vogelscheuche, Fuchs. Nenn mich einfach Prinzessin des Schlabberlucks. Prinzessin des Schlabberlucks. Aber dass sie Ralf dann im zweiten Teil verlassen hat, das hat mich dann doch ein bisschen getroffen. Jetzt geht er auf der anderen Seite runter. Nur, dass du es weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Okay, das ist schön. Freue ich mich. Ja, das habe ich gewusst. Wir grinst. Oh, ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals. Ja, der hat überhaupt keinen Hals hier, ne? Ganz recht, ich bin Maui. Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres und der Held von allem. Hä, was ist denn jetzt los? Hallo? Ich will ein Bild machen. Wieso geht denn das nicht? Das ist doch ein Mann mit dicken Hals. Oder gibt es da noch jemand anders? Schurke und seine Reichtümer werden bald getrennt, nee. Weißt du? Ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals. Da muss ich jetzt nachschauen. Das weiß ich nicht. Wer soll denn das sein? Gaston? Ich hätte mir gewünscht, dass man die Charaktere und die anderen Sachen nicht, ja, natürlich aufteilen, das ergibt Sinn. Aber das wäre schöner gewesen, einfach runterscrollen und fertig. Das Biest? Aber der hat überhaupt keinen Hals. Dicker Hals. Maui? Gaston? Mit dicken Hals. Ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals. Das verstehe ich nicht. Ein Mann mit einem dicken Hals. Das muss ja kein Mensch sein. Das kann ja auch irgendwie eine... Gibt es hier eine... Zeit ist Geld. Figur oder so? Wir machen mal von Inaba ein Bild. Mal schauen wir mal. Ich möchte, dass Bär glücklich ist. Ja, ja, ja. Tu dich nicht so reinhetzen in... Sehr. Man kann ihn nicht sehen. Jetzt kann man hier nichts machen. Manchmal ist das ein bisschen verbuggt. Wo rennt er denn jetzt hin? Wo gehst du denn hin? Bleib doch da. Ich kann das nicht drehen. Kamera ändern. VT. Ja, aber da ist er nicht drauf. Ja, die Kamera scheint da nicht mehr zu funktionieren, ne? Speichern? Wie mit R? Wir schauen. Nein, das hat nicht funktioniert. Wer ist denn der Mann mit einem unfassbar dicken Hals? Ja, der hat eher einen Bodybuilder, der hat einen richtig starken Körper.
Okay, keine Ahnung. Dann muss es, ist es vielleicht eine Figur. Was ist denn hier so voll? Okay, tu mal das hier mal weg. Tu mal das hier mal weg. Kann man die wegnehmen? Die blauen Pflanzen, die wachsen einfach so nach. Und man kann nicht durchlaufen. Das ist ja komisch. Irgendwann ist alles voll. Ding, ja, warte mal. Wir holen das hier mal schnell ein. Oh, es ist ja erschrocken. Wahnsinn, das wollte ich nicht. Eve ist empfindlicher, als ich dachte. Ja, der Mann mit dem dicken Hals. Hm. Das ist schwierig. Wie er sich freut auf den Kaffee. Mokka. Ja, gut gemacht. Lustiges Typchen. Jetzt müsste man halt fragen, ob vielleicht eine Figur gemeint ist. Also kein Charakter an sich. Dieses Rally ist so freundlich. Es gibt also noch ein Schiff. Wow. Wow. Ich habe Leute gesehen, die haben bis zu 5 Fundstücke gefunden. Ich bin da immer sehr langsam. Drei gehen meistens noch, aber 4 wird dann schon hart. Ja. Also 5 hat der eine mal in einem Video zusammengebracht. Das war schon heftig. Ja, also ich müsste mal gucken, ob es hier irgendeine Figur gibt mit langen Hals. Aber hier steht ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals. Das ist eigentlich schon so definiert. Okay, die Nachbarn sind echt nett. Es Jack wird es ja nicht sein. Hm. Nee, nee, nee. Ist auch noch was frei, ne? Alter, gibt's hier viele Blumen. Hier, wo geht's denn da hin? Vielleicht auch wieder irgendeine Figur? Haben wir jetzt den, ja, den, Gaston haben wir schon nur fotografiert. Der hat keinen Hals hier. Ich habe gedacht, vielleicht so eine Figur. Okay, wieder etwas, was ich nicht machen kann. Schade. Okay. Da muss ich euch leider mal enttäuschen. Hier ist schön, ne? Ein Mann mit einem dicken Hals. Mit einem unfassbar dicken Hals. Okay, das ist dann auch so eine, keine Ahnung. Also für mich ist das eindeutig Maui. Aber der hat ja keinen dicken Hals, ne? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, muss ich mal tatsächlich einen Quest beenden. Momentan kann ich die ganzen Quests nicht machen. Weil ich nicht... Was ist das hier? Ich frage mich, was hier wohl für besondere Zutaten wachsen. Gut, Ladies and Gentlemen. Schade. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Irgendeine Figur vielleicht. Dieses Valley scheint verzaubert zu sein, aber nicht so wie das Schloss des Biestes. Goofy heißt albern. Albern, trottelig. Warte mal, gibt's da drin irgendwie eine Figur, die man fotografieren könnte? Nein. Also gut, ich weiß nicht, wer gemeint ist. Vielleicht wird mir das irgendwann mal hier, im Laufe des Spielens auffallen. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Nils. Ciao! Es tut mir jetzt leid, dass ich die Aufgabe nicht beenden konnte. Schade. Das ist schon zu traurig.